Recht herzlich willkommen zur 37. Folge von Simotrans. Ja, wir haben letztes Mal diesen Bahnhof hier umgebaut. Da läuft es jetzt wohl wieder. Was für immer ist, weiß man nicht, ne? Muss man dann gucken. Da hinten sieht es auch gut aus. Da war er schon zweispurig. Bis dahin könnte man eigentlich zweispurig vielleicht ausbauen, ne? Und dann müsste man hier ein bisschen die Spur da ändern. Aber im Endeffekt, da fahren nicht ganz so viele Züge hin und her, oder? Der ist voll geladen, das ist schon mal schön. Ich weiß gar nicht, wie da hinten die Personenlage aussieht, ne? Am Bahnhof. Hier warten Kohlezüge irgendwie, oder? Schrott warten, nee, warten auf Schrott, ne? Passagiere warten. 68 über Hardexen Baustoffhandel. Hardexen Baustoffhandel. Das ist ja richtig viel. Oh, das war schon wieder die falsche Taste, wie immer, ne? Das würde bedeuten, da könnte ein zweiter Zug auf die Strecke vielleicht. 800 ist ja doch schon recht viel, ne? Dann gehen wir doch mal zum Depot. Das sind wir noch hier hinten. Und setzen da noch einen zweiten Zug hin, ne? Hier ist irgendwo das Depot. Wo ist es? Da ist es doch. Ist schon da. So, dann müssten wir mal gucken, was wir da draufsetzen. Das hatten wir, läuft da ja schon, ne? Läuft ja auch gar nicht mal unerfolgreich. Das ist der Triebwagen, oder? Und das ist der Anhänger dazu. Der hat 42 Passagiere, der nochmal, das heißt, das sind 84, da müssten wir wohl noch einen dran gehangen haben mit 186, 126 dann, ne? Ja, was macht man? 1, 4 und 2. Gibt's noch was anderes? Passagierzüge sind das halt, ne? Ja, wir können sicherlich größer werden. Hier sind ja schon ein paar Züge, ne? Die würden dann aber auch alle teurer werden. 1,88. Hier haben wir so noch eine Dampflok im Depot. Bräuchte man noch immer kaufen und ein paar Waggons dran hängen. Passagierzüge waren das. Die gehen. Ach, guck mal, hier ist noch ein Schienenfahrzeug. Ein. Sag schon, ein Triebwagen. Der ist mit ein bisschen mehr ausgestattet. 120 fährt er, der fährt nur 70. Der wäre also schneller unterwegs. Ja, 70 und die. Für sogar 80. Ja. Dann ein paar Donnerbüchsen oder so dahinter hier, ne? Würde gehen, rein theoretisch. Erste Klasse, zweite Klasse ist jetzt, glaube ich, nicht so entscheidend. Post könnte man transportieren, machen wir aber dann nicht. Hier gehen 100 Passagiere rein. Glaube, wir nehmen die wieder zurück und entscheiden uns für den hier, oder? Das sind 200, die da fahren. Kommt auf die Strecke. Hardexen Riedenburg. Und starten den mal. Und er kommt da jetzt rausgefahren und den beobachten wir gerade. Ja. Und da geht's dann mit dem Bus weiter, ne? Und der ist jetzt auch immer schön voll besetzt, fährt schwarze Zahlen. Das ist die Frage. Wir stehen hier an den Bushaltestellen, da stehen 8. Und die andere Seite ist dann hier wahrscheinlich, ach so, ganz am Ende. Da stehen 309 wartende Passagiere, die dann nach Döbeln wollen. Also hier 106. Das bedeutet, auch dort können wir aus dem Depot noch einen Bus holen. Busse. Guck mal, da mal hier so einen schicken großen. 384, 598. Und das war der, den wir schon haben. Oder ist das noch ein anderes Modell? Ich glaube, das ist noch ein anderes Modell. 58 Passagiere, ich glaube. 60 Passagiere. Der Bus räumt sie natürlich weg, ne, mit 100 Passagieren. Ich glaube, wir nehmen erst den. Und zwar Hardexen haben wir hier nicht.
heißt denn die? Hopfen, Getreide, Döbeln. Ach so, wir sind hier, nee, Altenau ist das hier. Altenau, Hardexen, da oben, das ist die oberste Linie, ne? Und starten. Aber du nimmst bitte erstmal das andere Fahrziel. Ja, könnte ich aber auch gleich in Empfang nehmen, kurz einmal. Damit wir sehen, wie er beladen wird. Da findet jemand keinen Weg mehr. Ist aber schon wieder weg. Ist die Frage, wo das war, ne? Da hat er wohl doch einen Weg gefunden. Oder wie sehe ich das? Er fährt zügig voran. So, hier unten haben wir schon 12 Passagiere drin, von der Fabrik aus. Und jetzt 58 voll besetzt, fährt er in die andere Richtung. Ja, der muss auch hier rum. Wir hoffen, dass dieser nicht da rumfährt, ne? Das wäre der Hammer. Aber der fährt tatsächlich da rum, ne? Liegt vielleicht hier an diesen tollen Knicken, ne? Weil jede Kurve ist ein Problem, ne? Der fährt hier lang, pass auf. Oder? Ne, der wartet. Sonst könnte er ja schon um die Ecke fahren, macht er nicht. Aber hier ist irgendwie was nicht so schön, ne? Müsste man das optimieren noch, ne? Hier weiter ziehen. Ich glaube, das machen wir mal gerade. So, ne? Und dieses hier muss dann weg. Macht er wieder ganz toll, ne? Gut, dann können sie es nur wieder so hinmachen. Und kriege ich das so weg? Ne, ich will ja nicht, dass da das weg ist. So, jetzt hat er es gemacht. Ja, dieser Knick ist schon zu viel wahrscheinlich hier. Guck, und da fährt einer jetzt doch tatsächlich hier lang. Das ist schon optimiert wohl. Da ist jetzt eine Kurve weniger dran, dann ist es vielleicht besser. Gut, jetzt gucken wir hier oben. Also der Bus hier unten, der ist schon mit 49 auf dem Rückweg. Und der fährt hier, müssen wir gleich mal reingucken. Der fährt erstmal dahin, ne? Ja, Blödsinn, wenn er da hinten erst hinfährt. Ich glaube, hier brauchen wir gar nicht weiter gucken. Der fährt da gleich mit voll zurück, ne? Und wenn der große Zug hier vollgeladen demnächst kommt, dann wird es ja noch besser sein, ne? So. Angekommen ist er und vollgeladen ist er auch schon. Ja, er fährt jetzt mit 56 zurück. Jetzt müssen wir hier gucken, wie er da zurande kommt. Der ist natürlich schneller wie der andere. Der wird irgendwann hinter dem anderen hinterherfahren, ne? Oder er hätte hier die Möglichkeit, ein zweites Gleis zu nehmen. Schwierig. Müssen wir mal gucken, wie sich's ergibt. Da kommt Stahl. Ja, jetzt hinterher zu gucken, machen wir gerade nicht, sondern wir gucken mal in der anderen Zahlen hinterher. Gucken wir erstmal hier die Insgesamtzahlen an. Betriebswirtschaftlich ist das gut am Laufen, noch im Plus. Insgesamt immer Plus, bis auf die ersten zwei Jahre hier da. Marge läuft. Gut, dann
Gehen wir nicht da rein, das ist verkehrt, sondern daneben wollte ich reingehen und schaue hier die Gewinnliste an nochmal. Ja, der fährt minus ein, ne? Die Milch läuft nicht, ne? Der Milchlaster kommt dahin. Ja. Wie viel Milch liegt denn hier am Hafen? 72 Kubikmeter flüssig. Lebensmittel. Er kommt da jetzt gleich an. Lass mal gerade kurz einen Tacken schnell laufen, bis er ankommt. Ah, warte mal. Ach, der. Nee, das ist der Stückgut. Okay. Der ist zwar auf der Milchlinie, aber der fährt Stückgut. Gut. Dann ist es der. Da können wir nichts dran tun, weil er ist ja auch voll. Hier fährt jemand rum mit roten Zahlen. Ja, der fährt als drittes hinterher, ne? Fahrplan. Mittelgebirge, Rathaus ist gut. Und wartet bis 20% voll ist. Dann sollte das schon klappen. Wenn er keine hat, dann wartet er jetzt da. Macht ja Sinn, oder? Gucken, wie lange das dauert, bis er wieder fahren darf. 20% wären ungefähr 8 Leute. Da kommen aus lauter keine Leute hin, ne? Der, schauen wir mal hier erst rein. Der ist jetzt gleich angekommen. Der nimmt auch wieder 104 wieder mit. Brauchen wir auch nicht drüber reden, ne? Das ist noch ein zweites Plangleis. Sollte man dann Auswahlsignal, könnte man hier auf jeden Fall hinmachen, ne? Vielleicht hat er dann auch die Möglichkeit, den langsamen Zug zu überholen. Nimm mal gerade raus. Bauen wir hier noch ein Gleis neben. So. Das bedeutet dann Signal dahin. Das war's, ne? Auswahlsignal hierhin. Passt. Und das ist das normale Formsignal, oder? Das kommt dann dahin. Dann können die so fahren und da wird ausgewählt. Dann passt das schon. Nur, ich weiß jetzt gar nicht, ist da ein Bahnsteig? Ich glaube nicht, ne? Oder? Ach doch, das könnte der Bahnsteig. Ne, das ist die Bank auf dem, ne? Ja, das war die. Okay, aber das ist ja jetzt sehr gut. Ja, hier in Lauter steigt keiner ein. Das ist eine schlechte Bushaltestelle, würde ich sagen. Ich hätte jetzt gedacht, beim Rathaus, da kommen auch Leute, die da mitfahren wollen, ne? Das bedeutet, da wieder auf Null setzen und dann sollen wir weiterfahren. Wahrscheinlich ist es das Problem, weil er nach hinten fährt und da will keiner mit. Ja, das könnte auch sein. Lauter, dieses Lauter brauchen wir wahrscheinlich. Und dann läuft's. Wegfahren soll er die. Jetzt wird er natürlich nicht da. Das ist egal. Jetzt gucken wir gerade, wie viele Passagiere da mitfahren von der Seite aus. Ja, da ist er voll. 3 fehlen nur. Dann kommt das hin. Dann müssen wir das bei den anderen Bussen auch machen. Irgendwo 20% einstellen, dann
werden die passend fahren, denke ich. 35, noch einer zugestiegen. So, er macht gerade Minus. Hat er jetzt auch nur 4 Passagiere da drin. Ja, die fahren in die andere Richtung, ne? Die machen schneller leer hier. Aber da kommt der Große jetzt gleich und dann stehen noch 104 Leute. Und auf der anderen Seite ist bestimmt auch passend, ne? Ja, die warten, dass wegkommen. Okay, ist halt so. Passt schon. Hier unten sieht es ganz schick aus. Gucken wir mal, wo der hier lang fährt. Der biegt nicht ab, oder müsste auch nicht abbiegen, er fährt in falscher Richtung sozusagen. Und hier unten, oh, da staut sich's. Aber da kommt einer entgegen, das kann schon okay sein. Hier unten werden wir mal gerade die Strecke auch umbauen auf der anderen Seite. Dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, dass die auch da lang fahren, ne? Das war jetzt hier so rüberziehen. Signal da muss weg. Da steht der jetzt an der falschen Seite, stellen wir neu hin. Und da machen wir auch eins hin. Nee, das ist verkehrt. Das muss weg. Da muss keins hin. Die fahren auch da. Wird nur Sinn machen, vielleicht da noch eins unterwegs hinzustellen. Hier so. So. So, da kommt noch einer. Langer Stau. Hier sind wieder 37 jetzt drin und der fährt. Er hat entladen wohl und er hat jetzt gerade einen durch die Gegend gefahren. Ach so, weil er da hinfährt und dann wieder kommt und dann die Leute erst mitnimmt. Sonderhausen, 37 Passagiere läuft. 104 eingestiegen hier. Fährt nicht, weil das Gleis besetzt ist, alles klar. Ja, da müsste ich jetzt hier ein Signal hinsetzen, dass er rein und rausfahren kann. Das macht keinen Sinn da. Gut. Jetzt kommt der hier und hat voll geladen. Gucken, ob das sich rechnet. Der ist jetzt auf jeden Fall auch voll. Fährt da hinten hin. Hat einen weiten Weg vor sich. Wo sind die anderen denn? Sind die hier irgendwo? Ne. Da fahren sie beide lang, ne? Jetzt haben wir mal die Lupe. Ist der denn voll? Ah, der ist auch voll. Okay, da ist es dann kein Problem, wenn der zweite auch voll ist. Ja, aber ich denke mal, für die Folge soll es auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.